So, hallo, ich habe ein kleines Update gemacht für meine Bombe. Und zwar geht es darum, wenn ich in einem Spiel bin, wie jetzt hier, mit Passworteingabe und sowas, und ich entschärfe das jetzt richtig, lande ich in diesem Menü, jetzt steht hier, press any key. Also drücke irgendeinen Knopf und ich komme in das Hauptmenü. Sieht so aus. Jetzt lande ich wieder hier und wenn ich jetzt ein Spieler bin, der nicht kapiert, dass das Ding jetzt vorbei ist, dann kann ich hier oben drücken, wie ich gerade lustig bin. Was auch nicht Sinn der Sache ist. Deswegen gibt es jetzt hier auf den Knopf 0. Ein weiteres Passwort, das heißt Backpasswort, bedeutet, wenn ich das einschalte, kann ich jetzt hier dieses Passwort hier ändern, so wie ich es will. Hier ist mal ABC drin, ich kann da jetzt eintippen, was ich will. Ich nehme mal 1, 2, 3, 4, 7 bis 9 halt. Okay. Und wenn ich jetzt starte, mach es wieder richtig. Und jetzt noch dieses Passwort auf. Ich kann jetzt hier Passwort eingeben, kann so viel auf den Tasten rumhämmern, wie ich will. Da passiert überhaupt nichts mehr. Ich muss jetzt erst dieses Passwort eingeben und dann lande ich wieder im Hauptmenü. Das gleiche funktioniert natürlich auch, wenn ich alles falsch mache, wie jetzt. So, jetzt ist sie hochgegangen und jetzt steht hier noch, im Text habe ich halt geändert und jetzt steht hier unten wieder das Passwort. Wie das gleiche, ich kann so viel drauf rumhämmern, wie ich gerade möchte. Das kann ich jederzeit an- und abschalten, wie ich gerade will. Selbstverständlich geht das auch im Timer-Game. Hier kann ich jetzt, komme ich auch auf dieses Menü, kann ich das gleiche machen. Ich lasse es jetzt mal an. Und wenn ich das Spiel starte, jetzt läuft die Zeit los, da unten dieser kleine Ladebalken. Was genau das ist, bitte im anderen Video anschauen. Das dauert ja sonst zu lange. So, jetzt fängt die Zeit an zu laufen und jetzt ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Jetzt geht auch gleich die Sirene an. Und hier steht jetzt Team 1 Win und hier unten steht wieder Masterpasswort eingeben. Wer jetzt gedacht? Dementsprechend, wenn Team 2 gewinnt, steht jetzt hier Team 2 Win und so weiter. Und jetzt bin ich wieder im Hauptmenü. Ich kann auch wieder hin und her wechseln. Die Einstellungen bleiben alle erhalten. Okay, das war die ganze Änderung und tschüss.